der FCB hat mir eigentlich das gegeben, dass ich meinen Wunsch und meinen Traum erfüllen konnte, indem ich Profifußballer werden konnte. Mein Name ist Ernie Meissen und ich habe von 1976 bis 1991 mit zwei kleinen Unterbrüchen beim FC Basel gespielt. Und das ist meine Geschichte. Ich habe meine Fußballlaufbahn, wenn ich das so sagen darf, beim FC Rheinach angefangen, bin dann aber als B-Junior zum FCB gegangen. Das heisst, ich habe mich dort angemeldet bei den B-Junioren, ob ich da mal ein Training machen darf. Und dann hat es gesagt, ja, darfst schon mal kommen, schauen wir mal, wie das aussieht. Und anscheinend habe ich dem Trainer dort den Eindruck erweckt, dass ich dort mitmachen darf. So bin ich zum FCB gekommen. Von der Reserve bin ich eigentlich direkt dann in die Erste gekommen, und zwar mehr oder weniger durch einen Zufall, weil sich ein Spieler verletzt hat. Und dann hat mich der Helmut Benthaus gefragt, ob ich kurzfristig für ein Trainingslager mitzukommen auf Wildhaus. Das war 1976. Ich habe noch geschafft natürlich auf der Spedition, und dann habe ich dort den Chef gefragt, ob ich freinehmen darf. Und der hat natürlich gesagt, logisch, da stehen wir nicht im Weg, weil der selber auch ein FCB-Fan war. Und so hat die Geschichte angefangen. Das war natürlich für mich ein riesen Erlebnis, weil ich plötzlich bei all den Stars dabei war, die ich ja eigentlich bewundert habe, die ich alle Wochenende schauen und plötzlich bin ich selber dabei. Und es ist mir eigentlich auch von Anfang an recht gut gelaufen. Ich habe im ersten Spiel schon ein Goal gemacht, das ich gespielt habe und so weiter. Eigentlich hat alles richtig schön gepasst. Am Schluss sind wir noch Meister geworden mit einem Entscheidungsspiel in Bern. Also ideal hätte der Start gar nicht gehen können. Plötzlich bist du auf der Straße erkannt worden, bist plötzlich ein von den Mitgliedern von einer Mannschaft gesehen, wo du vorher eigentlich auch bewundert hast. Das hat Panini-Bilder gegeben und so weiter, und das verändert einem natürlich schon ein bisschen das Leben. Ich habe plötzlich ein Autogramm verteilen. Am Anfang habe ich mich noch ein bisschen geschämt, als ich das gemacht habe. Irgendwann merkst du plötzlich, das ist halt einfach so. Und logisch, wenn man etwas erreicht, was man als Bub, als Kind davon geträumt hat, dann ist das natürlich schon speziell. Anfangs der 80er Jahre hat es noch so Lokalderby gegen Ortsstämme, weil die sind dort aufgestiegen. Und ja, das ist natürlich schon, da ist natürlich schon eine Rivalität da gewesen, vor allem von Ortsstämme. Die haben natürlich wollen zeigen, dass sie auch so gut sind wie der FCB. Und wir haben es brutal schwer gehabt. Beide Spiele sind eher ganz knapp ausgefallen. Was ich noch in guter Erinnerung habe, sind die Kabinen und so, wo so Holzverschläge und wahnsinnig klein und der Platz nicht so toll und wirklich wie Provinzfußball. Das ist mir ein bisschen in Erinnerung geblieben. Musik. 1987 sind wir fast abgestiegen. Wir hatten hier ein Paraspiel gegen FC Wettigen und wir haben auswärts 2-1 verloren. Wir haben natürlich das Messer richtig am Hals gehabt. Und dann kam das Rückspiel auf der Schützenmatte. Das war gleichzeitig mein letztes Spiel. Dazumal für den FCB, weil ich ja nachher zu IB gewechselt habe. Und wir haben das Spiel halt unbedingt gewinnen. Und am Schluss haben wir 7-0 gewonnen. Und ich habe 4 Goal geschossen in diesem Spiel. Eigentlich das Highlight fast von meiner Karriere, was Goalschießen in einem Spiel war. Und das war natürlich perfekt. Für uns natürlich eine riesige Befreiung nachher. Wir hatten, glaube ich, auch noch ziemlich rechts fest. Und dann bin ich für 2 Jahre zu IB gegangen. Ich bin in meiner Karriere zweimal von Basel weg, und zwar einmal 1982. Da bin ich zum FC Zürich für ein Jahr. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Habe ich auch ein bisschen gemacht, weil ich das Gefühl hatte, dazu mal der Penthouse geht weg. Da hat es viele Änderungen gegeben. Ich muss auch mal etwas Neues machen. Bin dann auf Zürich, weil ich mit dem Lüdi Heinz in der Nazi ein gutes Verhältnis hatte und habe mich auch vielleicht ein bisschen überreden lassen. Nach einem Jahr wieder froh gewesen, dass ich zurückkommen konnte. Und 1987 musste ich gezwungenermaßen zu IB, weil sie mir nachgelegt haben, ich soll doch schauen, ob ich noch jemand anderes spielen könnte, weil man finanziell ganz schlecht gestanden ist um den FCB. Und
gezwungenermaßen zu IB, aber muss sagen, zwei ganz tolle Jahre in Bern gehabt. Und dann wieder zurück, 1989 wieder zurück, wo sie leider im B gesehen sind. Also absolute Highlights habe ich einmal sicher zwei gehabt. Das ist der erste Meistertitel Saison 6/77, wo ich neu dabei war. Das war das erste riesige Highlight. Das zweite war 1980 in Zürich. Letztes Spiel, auch ein entscheidendes Spiel. Es hätten drei Mannschaften Meister werden können. Am Schluss waren es mehr. Und auch dort habe ich das erste Goal geschossen. Eine riesige Kiste aus weiter Distanz genau ins Kreuz. Also auch wieder für mich perfekt. Und umso mehr Freude hast du natürlich dann nach dem Spiel. Das Spiel ist dann 4-2 ausgegangen und wir waren Meister. Vom letzten Grund, alle Fans vom FCB sind auf den Platz gekommen, haben mit uns eilig gefeiert. Wir sind dort ringsum gesegelt, mit dem Becher in der Hand. Ist heute vielleicht auch ein bisschen anders. Und auch nachher, als wir auf Basel zurückgekommen sind, es hat schon ein Haufen Leute auf dem Marktplatz gehabt, aber natürlich nicht so wie jetzt in den letzten 15 Jahren, wo die Feste waren. Es war ja schon etwas anders. Ein Teil der Mannschaft mussten sogar noch dann gleich wieder arbeiten. Und so. Also, es war schon etwas anders. Ich denke nicht, dass man dort schon gespürt hat, dass es so lange wieder geht, bis wir wieder Meister sind. Weil bis dahin hat man in regelmäßigen Abständen ist man Meister geworden. Aber eben, das ist vielleicht manchmal auch eine gefährliche Situation, wenn man sich zu sicher ist, dass man den Erfolg wird haben. Und wenn es dann mal langsam weniger wird, dann begreift man es manchmal fast nicht. Oder? Wieso ist jetzt das so? Und darum denke ich, ist auch heutzutage, muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu fest in eine Negativspirale reinkommt. Weil wir haben es dazu mal gesehen, zu was das führen kann. Und das wäre schade. Meine grösste Enttäuschung in der Karriere war natürlich der Cup-Final 1982, wo wir verloren haben, 1-0 leider. Gegen Sion natürlich, das ist ja die erfolgreichste Cup-Mannschaft. Aber das Goal war sehr, sehr umstritten, weil wir haben das Gefühl hatten, es war eine Tätlichkeit. Zuerst am Beat Sutter, dass er im Zweikampf mit dem Ball und der hat dann auch ein Goal gemacht mit dem Kopf. Und dort haben wir uns deutlich genervt über das, aber leider verloren. Der FCB hat mir eigentlich das gegeben, dass ich meinen Wunsch und meinen Traum erfüllen konnte, indem ich Profifußballer werden konnte. Ich kann mich noch erinnern, als kleiner Bub habe ich einen Aufsatz geschrieben in der Schule. Und dort habe ich geschrieben, ich möchte gerne Fußballprofi werden und im FCB. Und eigentlich genau das ist eingetroffen und das ist eigentlich das, was mir der FCB gegeben hat.